Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich das Unboxing von der Vegan Beauty Basket für dich. Das ist diese Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der aktuellen Ausgabe verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box bekomme ich in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Und ich habe auch einen Gutscheincode, Claudi5, damit sparst du 5% auf deine erste Box. Die kostet ab 23,30 und das ist eine Beauty-Box, die 100% vegan und tierversuchsfreie Produkte enthält und auch selber isst. Okay, so kann man das auch sagen. Die erscheint alle 2 Monate und enthält sowohl pflegende Kosmetik als auch dekorative Kosmetik. Das ist hauptsächlich in der Pflege so anzusiedeln, sage ich mal. Ne? Genau, dann kommt auch immer mit dabei ein Lifestyle-Magazin und zwar die Vegan World. Das ist einfach so ein Magazin, wo Artikel drin stehen, wie du einfach dein Leben etwas schöner, gesünder und glücklicher gestalten könntest, um das mal so zu sagen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was sich diesen Monat darin verbirgt. Du hast immer die gleiche Verpackung, so ein schönes Mattschwarz. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an und es kommt auch immer sehr, wie soll ich das sagen, verpackungsarm an. Genau, also du hast kein Krüppelpapier oder sowas, du hast es alles in so ein Butterbrotpapier eingewickelt. Riecht jetzt aktuell noch nichts. Ich bin gespannt, was sich da für Produkte drin verbergen, denn wir haben auch schon ab und an mal so einen richtig intensiven Kräuterduft rausbekommen. Du kannst dir jedes Mal ein Beauty-Produkt aussuchen. Also dann hast du entweder ein Shampoo, wo du da entsprechend sagen kannst, was für eine Haarstruktur du hast, dass es dann angepasst werden kann. Oder eine Lippenfarbe oder eine Mascara oder eine Augenstiftfarbe. Genau. Und dann nehmen wir aus diesem Päckchen zuallererst mal ein Kärtchen raus. Und das ist tatsächlich auch von der lieben Ina selbst gemalt. Das ist total schön. Und hier steht drauf, viel Freude mit der Box und ein Herzchen. Und dann steht da Ina drauf. Das schreibt die Ina dann immer für uns so, ne? Das ist so nett. Wie gesagt, bekomme ich in der Kooperation da zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob alle dann auch einen Text drauf geschrieben haben. Ich bewahre diese Kärtchen auf. Ich finde das total schön, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Katzenfan bin. Das sind halt immer Katzenkärtchen. Aber es ist so schön, weil ich weiß, dass sie halt die Malerin auch so von den Produkten, von den Bildern, von den Kärtchen ist, ne? So, dann haben wir ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und da sehen wir haben hier die September-Ausgabe, beziehungsweise September und Oktober. Hier stehen auch die einzelnen Produkte drin mit den Preisen und es ist immer eine ganz, ganz lohnenswerte Geschichte, was wir hier halt in der Box drin haben. Ne? Also wie gesagt, 23,30 zahlt man dafür und der Wert, der da drin ist, ist deutlich höher. Ich mache jetzt direkt mal das Seidenschleifchen auf und öffne mir das Butterbrotpapier und wow, werde direkt von schönen, sehr, 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 sehr schönen Produkten angelacht. Boah, das sieht echt super angenehm aus. Natürlich das Erste, was ich rausnehmen muss, und da kommen wir alle nicht drum vorbei, ist dieser Pinsel von Barbara Hoffmann. Wahnsinn. Also das ist eine, ich glaube, recht hochpreisige Pinselmarke. Ne? Ich habe von ihr auch einen Blendepinsel, der so geil ist. Der ist richtig geil. Der ist jetzt nur gerade in der Wäsche. Ja, der ist nicht hier. Der wird sofort verwendet, wenn er wieder, nicht mehr dreckig ist, wenn er sauber ist, genau. Und das hier ist ein Point Brush, also den kannst du entweder als Point Brush verwenden oder als Lippenpinsel oder um dir, wenn du eine Cut Crease ziehst und Bock auf so einen Liner hier oben drüber hast, dir so einen Liner zu ziehen, ne? Ich bin heute ein bisschen mit Maxims Palette eskaliert und ja, das ist ein toller Pinsel. Musst du wahrscheinlich mit dem Waschen aufpassen, aber das musst du sowieso, weil das hier scheint richtig Holz zu sein. Also das fühlt sich auch relativ unbehandelt an, aber super angenehm, sehr leicht in der Hand. Also da habe ich Bock mit zu arbeiten. Das ist eine coole Nummer. Dann haben wir hier Green Tea Balm Cleansing and Healing for Problem Skin. Und ich habe problematische Haut. Geil, das ist Reinigung und Heilung für problematische Haut. 100% natürlich und vegan. 60 ml sind drin von Pure Purpose heißt das. Das finde ich ja toll. Und das soll halt ein Reinigungsbalsam sein, aber auf sehr natürliche Art und Weise. Finde ich klasse. Steht jetzt hier auf Englisch drauf. Wir gucken gleich mal in das Heftchen, aber ich will erstmal dran riechen. Oh, das sieht super witzig aus. Das sieht aus wie so eine Guacamole. Geil. Wow, das riecht intensiv. Angenehm. Nach Eukalyptus, das könnte man auch fast als Erkältungsbalsam nehmen. Das finde ich interessant. Sehr fest, witzig. Gehe ich so mit dem Finger durch, ne? Super fest.
Und das kannst du als Reinigungsbalsam verwenden. Okay, das wird dann wahrscheinlich bei Kontakt mit der Haut entsprechend schmilzen. Ja, und dann kannst du dein Gesicht damit reinigen. Zum Beispiel, wenn ich so Fullface geschminkt bin, wie ich das heute bin, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Super angenehm. Oh, es wird sehr, sehr sanft auf der Haut. Also schön. Der Balsam eignet sich nicht nur für die Anwendung im Gesicht, sondern überall dort, wo die Haut etwas mehr Pflege benötigt. Der Green Tea Balm hat eine fluffige Textur, wodurch er sich sehr leicht aufträgen lässt. Aha, fluffig. Es war jetzt relativ hart. Wurde fluffig bei Kontakt mit der Haut, ne? Der Balsam basiert auf einer intensiv pflegenden Mischung aus regenerierenden Ölen, Butter und Pflanzenextrakten. Enthält kein Wasser und kann zur Regeneration, Beruhigung oder Reinigung der Haut und zur Schaffung einer natürlichen Schutzbarriere verwendet werden. Mit Mango- und Kurkumbutter, Grüntee sowie Schwarzkümmel und Haselnussölen formuliert, hinterlässt der Balm eine weiche, intensiv gepflegte und strahlende Haut. Hier steht jetzt nicht dabei, ob man das dann abwaschen muss, weil wenn das ein Balm ist, ich hätte jetzt gesagt, das ist tatsächlich, ne, dass ich mir das dann theoretisch jetzt vom Gesicht runterwaschen müsste. Keine Ahnung, ich lasse es jetzt drauf, ich wasche das jetzt nicht ab. Gut, dann haben wir hier etwas. Grums. Raw Coffee Hand Scrub and Wash. Also, welche Hände sind aktuell mehr strapaziert als meine? Denn so viele Adventskalender, wie ich hier aufreiße, tun sie mir einfach leid. Also, mein Nagellack hält auch nie wirklich lange. Dann hat man hier unter dem Mittelfinger dann noch irgendwie von einem Swatch irgendwie so grün-blau gedünsten, weil ich eben was geswatcht habe. With recycled organic coffee grounds collected by Cargo Bike in Aarhus, Dänemark. Also das ist wohl aus Dänemark. Und das hat Kaffee-Grums? Grounds? Ist Grounds Bohnen? Ja, möglich, ne? Und damit kannst du halt deine Hände peelen. Finde ich toll. Da haben wir echt eine große Größe mit 120 Millilitern. Und ja, kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Also das ein- bis zweimal pro Woche soll das verwendet werden. Wird auf jeden Fall jetzt in meine Routine mit einfließen. So, dann haben wir hier von Puro Bio Lip to Cheek. Und das war das Produkt, was man sich aussuchen konnte von der Farbe her. Genau, und das ist ein Balsam. Den kannst du dir sowohl auf die Lippen geben, um so ein bisschen Lippenfarbe zu bekommen, als auch auf die Wangen, um so ein bisschen Blush drauf zu bekommen, was echt schön ist. Ich persönlich gehe jetzt ja aktuell auch immer mehr mit dem Trend, dass man eben diese cremigen Produkte auch verwendet. Und das hier ist der Balm und ich habe ihn mir in einem schönen Rosenholzton ausgesucht. Das ist die Farbe 02. Gefällt mir richtig gut. Riecht so nach nichts hier raus. Dürfte aber auch ohne Parfümstoffe sein. Ich bin ja immer so ein, ne, ich denke immer, es wird nach irgendwas riechen und dann ist es ohne Parfümstoffe. Genau, so sieht das Produkt dann auf der Hand aus. Sehr, sehr schön, auf dem Finger vor allem. Und wenn ich das hier so auftrage, gibt das so einen ganz leichten Tint. Lässt sich auch schön ausblenden und einfach nur so einen zarten Hauch von Farbe. Und das kann ich mir sowohl auf den Lippen als auch im Gesicht sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Das ist so natürlich und sehr sanft und das gefällt mir. Als nächstes oder als letztes Produkt leider schon haben wir hier von Sissy & Joe eine Handcreme. Passt natürlich jetzt auch vollkommen zu dem Handpeeling mit Pfirsichextrakt. Richtig toll. Und das pflegt und schützt. 50 Milliliter sind hier enthalten und das ist doch nochmal eine richtig coole Nummer. Eine Handcreme, ja, haben wir öfters mal in Boxen mit drin. Aber ich finde es einfach praktisch, dadurch, dass du hier halt ein Handpeeling mit drin hast, dass du in der Box dann auch entsprechend noch eine Handcreme mit drin hast, damit man das halt auch so, ne, nachdem man sich gepeelt hat, kann man sich nochmal pflegen. Einfach vom Sinn her finde ich es einfach cool. Deswegen finde ich es toll. Auch mit dem Lippenpinsel finde ich das toll oder mit dem, ne, Point Brush, weil der passt halt auch wiederum hierzu. Voll geil. Und wenn du dich dann abschminken möchtest, nimmst du halt den Abschminkbalm. Also das ist halt wirklich eine Geschichte, die mit dieser Box erzählt wird. Und da merkt man einfach, dass diese Box halt wirklich mit Liebe gepackt wird und dass da jemand sitzt, der sich auch wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Und das ist halt etwas, wo ich sagen muss, das macht diese Box auch mit aus, ne? Dieses Stück Liebe, nicht Stückchen Liebe, sondern dieses ganze Stück Liebe, was von der lieben Ina in diese Box mit reingebracht wird. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Und ja, das hier ist dann wohl nach einem, mit einem Pfirsichduft, muss ich mal riechen. Ganz, ganz zart. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass dir hier ein Pfirsich ins Gesicht springen würde, sondern es ist einfach ein Hauch von Pfirsich, nicht überkandiert oder so, überparfümiert, wie auch immer. Sehr, sehr angenehm. Also ja, ist halt eine Handcreme, eine reichhaltige Handcreme. Und das waren jetzt die 5 Produkte aus der aktuellen Box. Ich fand es sehr, sehr cool, sehr
Ich weiß nicht, man fühlt sich auch sehr geborgen, wenn man diese Box öffnet und man hat einfach Lust, diese Produkte zu verwenden. Und deswegen bedanke ich mich von Herzen bei der lieben Ina für diese coole Kooperation. Es ist echt eine schöne Sache, jeden zweiten Monat diese Box auspacken zu dürfen. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, das war jetzt tatsächlich die Box und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!